Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das magnetische Feld. Wir sprechen über Induktivitäten. Haben wir schon ziemlich oft darüber gesprochen jetzt in letzter Zeit. Und wir wissen jetzt, dass so eine Induktivität, eine Spule, die wehrt sich gegen eine Stromänderung, haben wir gesagt. Das ist ja irgendwie, kommt aus dem entsprechend der Lenzschen Regel, die ja eigentlich nur eine Repräsentanz des Induktionsgesetzes ist. Und heute wollen wir uns anschauen, was das in einem Gleichstromkreis bedeutet. Ich habe hier einen Gleichstromkreis aufgezeichnet mit einem Schalter und wir haben eine ideale Gleichstromquelle, Gleichspannungsquelle, und einen Schalter. Und diesen Schalter, stellen wir uns jetzt vor, jetzt zu irgendeinem Zeitpunkt, puff, haben wir den eine, ja, schließen wir den Schalter. Was passiert dann? Ja, die Spule. Wir wissen, die Spule wehrt sich gegen eine Flussänderung. Wir haben da einen verketteten Fluss in der Spule und dieser verkettete Fluss in der Spule ist ja eigentlich Null. Ja? Verketteter Fluss in der Spule ist Null und jetzt soll auf einmal ein Strom rinnen. Und die Spule reagiert bei dieser Stromänderung auf diese Stromänderung mit einer Spannung an ihren Eingängen. Ja? Und das ist ja aus dem Induktionsgesetz herausgekommen, dass da praktisch das UL war ja das L mal, am Anfang hatten wir gehabt, dass das die Änderung des Stromes über die Änderung der Zeit und dann haben wir gesagt, okay, wir machen einen Infinitesimalübergang und stellen uns diese Änderungen ganz klein vor und dann war es auf einmal der Differentialquotient, heißt das Ding da, oder auch Ableitung nach der Zeit. L mal die nach dt. Und jetzt überlegen wir uns, was das eigentlich bedeutet, wenn ich das an so einer idealen, wenn ich eine ideale Spule, so wie sie eingezeichnet ist, an einer idealen, müssen wir vielleicht den Stromkreis noch schließen, an einer idealen Spannungsquelle betreibe. Ja? Das gilt ja. Ja? Ich habe kein R nirgendwo. Ja? Ich habe nirgendwo ein R, und das bedeutet, wenn ich das hier auf die andere Seite bringe, dass die Stromänderung dI nach dt, die Änderungsrate des Stromes, gleich der Spannung an der Spule UL dividiert durch die Induktivität der Spule, durch L ist. Das bedeutet, solange eine Spannung an der Spule ist, wird der Strom dadurch steigen. Und der steigt und der steigt und der steigt und theoretisch bis ins Endliche. Okay, ich meine, ich hoffe, jeder weiß, dass das nicht so ist. Warum ist das aber so? Ich meine, das wird ja hoffentlich stimmen, da alles, was ich aufgezeichnet habe. Ja, stimmt schon. Aber wir haben es nicht mit idealen Bauelementen zu tun. Ja, wir haben es, also lassen wir zumindest einmal die Spannungsquelle ideal sein. Dann haben wir hier eine ideale Spannungsquelle nach wie vor. Wir haben hier einen Schalter. Wir haben hier ideale Drähte, die sind sie auch nicht. Und um alle diese idealen Sachen irgendwie abzufedern, machen wir da kein R und ein L. Ne? Aber das R summiert jetzt praktisch die Widerstände von den Zuleitungen und alles auf. Ja, also wir haben da R und da L. Wir haben nach wie vor unseren Schalter und wir haben nach wie vor unsere Spannungsquelle, die da eine Spannung U0 liefert. Gut. Und jetzt rinnt dadurch wieder unser Strom I. Das zeichne ich da rum ein. Ja, da rinnt der Strom I. Jetzt haben wir hier aber zwei Spannungen. Jetzt haben wir hier ein UR und ein UL. Und jetzt ist es natürlich so, dass das ja Bauelemente sind ohne Hirn. Die wissen nicht, dass es andere Bauelemente gibt. Ist auch nicht ihre Aufgabe. Gell? Das heißt, das bleibt ja nach wie vor L mal die I nach dt. Das hat sich ja nicht geändert. Ja? Die Spannung an der Spule ist gleich dem. Ja? Was hinzugekommen ist, ist, dass hier auch eine Spannung ist. UR ist gleich, und was ist das? Das ist R mal I, Ohmsches Gesetz, wichtig, gell?
Wichtig. Und jetzt können wir uns ja noch einmal überlegen, was da passiert, wenn man diesen Schalter schließt. Im ersten Moment, ja, baff, rinnt kein Strom, ist null. Ist null. Ja, das heißt, das UR ist ebenfalls null. Das heißt, mein UL ist eigentlich das ganze U0. Mein UL wird also dafür sorgen, dass es einen gewissen Stromanstieg gibt. Okay? Das heißt, es fängt Strom zu rinnen an. Wenn Strom zu rinnen beginnt, wird sich plötzlich ein UR aufbauen. Mit steigendem Strom wird das UR immer größer werden. Je größer das UR wird, desto kleiner wird UL. Und desto kleiner wird auch die Stromänderung, die durch die Spule verursacht wird. Das bedeutet, am Anfang habe ich eine relativ große Änderung des Stromes, ja, weil dann ist das Ganze U0 da. Ja? Und je größer der Strom wird, desto kleiner wird das UL werden und desto langsamer wird unser Strom zunehmen. Das bedeutet, dass je länger das dauert, desto mehr ist der Spuler egal. Okay? Die Spule, das Einzige, was die Spule will, ist, dass der Verkettungsfluss konstant bleibt. Und irgendwann ist der Strom so groß, bleibt aber konstant. Irgendwann hat praktisch das R die ganze Spannung übernommen. Ja? Also das UR ist dann praktisch um 0 und das UL ist 0. Der Strom ändert sich nicht mehr. Ja? Strom ändert sich nicht mehr. Die Spule ist zufrieden, der Verkettungsfluss bleibt konstant. Sie wehrt sich nicht mehr mit einem UL. UR verbrennt praktisch die I und U. Das ganze U liegt auf U, liegt auf dem R. Und das ist nachher unsere Endsituation. Also im ersten Moment verhält sich so eine Spule praktisch wie eine offene Stelle. Ja? Lässt keinen Strom durch. Ja? Und nach einer gewissen Zeit ist so eine Spule wie ein Kurzschluss. Ja? Dann hat es keinen Widerstand und nichts. Und der Strom, der durchrinnt, einmal konstant ist, ist kein Durchrinnen im Prinzip, wodurch die Spule was will. Mhm. Also das ist das Verhalten einer Induktivität im Gleichstromkreis, ja, wenn man es umschaltet. Wie das jetzt genau ausschaut, ja, werden wir uns im nächsten Video anschauen. Ja. Im nächsten Video werden wir so eine Spule mal ein- und ausschalten und werden sie anschauen, wie schauen da wirklich die Ströme und die Spannungen. Natürlich verwenden wir so eine RL-Kombination, aber mit einer idealen Spule kann ich das immer gar nicht überlegen. Ja. Kann ich es gar nicht überlegen. Ich brauche irgendwo ein Röhr drinnen, damit sie das verhaltet wie in echt. Ja. Also so eine RL-Kombination werden wir uns das nächste Mal geben und werden die ein- und ausschalten und werden schauen, wie sind die Strom- und Spannungsverläufe. Ja, für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.